sitze an der Bar und schau den Menschen zu. Sie setzen wie ein Tross auf ihre Zahlen. Die Dame mir gegenüber, heute ganz in Schwarz, nicht mehr die Jüngste, sie schaut zu mir herüber. Neben mir ein junger Mann hat einen Bleistift in der Hand. Er schreibt alles auf, was die Kugel bringt. Und die Bedienung hinter der Bar streicht gelangweilt sich durchs Haar. Und irgendwo hört man ein leises Vienne-Bar-Blühen. Andere gewinnen, die meisten verlieren. Du siehst es in ihrem Blick. Sie spielen, sie setzen auf ihr Glück. Auch unser Leben ist wie dieses Spiel. Egal wie du es drehst, dass du falsch liegst, merkst du meistens viel zu spät. Der Chef sitzt auf seinem Thron und kontrolliert von dort das Spiel. Es gibt nichts, ja nichts, was ihm entgeht. Eine Dame etwas beleidigt, fällt beim Setzen der Jetons ihr Dekolleté beinahe aus dem Rahmen. Durch die Tür kommt ein alter Mann, gestützt von jungen Damen am Arm. Ob sie wohl seine Töchter sind. Eine setzt Finale 5 und hofft auf den großen Gewinn. Als er nicht kommt, geht er wieder mal zum Changen hin. Manche gewinnen, die meisten verlieren. Du siehst es in ihrem Blick. Sie spielen und sie setzen auf ihr Glück. Auch unser Leben ist wie dieses Spiel. Egal wie du es drehst, dass du falsch liegst, merkst du meistens viel zu spät. Wer es beim Roulette nicht schafft, der spielt Blackjack oder geht nebenan zu den Automaten. Setzt Münzen die ganze Nacht, auf dass er den Jackpot knackt. Aber der lässt wieder auf sich warten. So ziehen sie dann ab, denn es hat wieder nicht geklappt. Und hoffen auf das nächste Mal. Und es wird wie immer sein, der Teufel, er sagt nein. Und der Groupier sagt ein leises Vienne-Bar. Manche gewinnen, die meisten verlieren. Du siehst es in ihrem Blick.